Hier bin ich in Tiflis in Georgien und direkt da geradeaus sieht man mein Hotel. Es nennt sich Terrassenhaus, Terrace House Hotel. Oben ist also eine Terrasse. Da wächst auch Wein. Unterhalb von der Terrasse sieht man ein großes Fenster, wo der Vorhang aufgezogen ist. Da ist mein Zimmer. Und das Ganze hier ist in so einem Hof. Um den Hof herum stehen so Garagen. Die erinnern mich so ein bisschen an die Garagenanlage in der Gotlindestraße. Und hier wächst überall Wein. Und Georgien ist ja auch bekannt für seinen Weinanbau. Und hier geht es jetzt hoch zur Straße. Da bin ich gestern Abend angekommen. Das Taxi hielt da oben. Und die Häuser hier, die noch nicht renoviert oder abgerissen und neu gebaut wurden, die sehen also so aus. Und da sieht man, dass also sehr viel Bausubstanz schon seit Jahrzehnten komplett heruntergekommen ist. Ist auch nicht ungefährlich, diese Holzbauten, die brennen wie Zunder. Und da ist sicher noch sehr viel zu tun, um den Leuten ein etwas besseres Wohnen zu ermöglichen. Das ist die Einfahrt zu dem großen Hof, wo hinten das Terrassenhaus ist. Die Straße heißt Mary Rose Nummer 3. Es ist regnerisch, es nieselt, der Talkessel ist mit Wolken verhangen. Und natürlich so früh am Morgen um 20 nach 7 hat der Friseur noch zu und auch das Waffelhaus. Hat noch zu, muss ich nach. Es gibt überraschend viele Autos, überwiegend recht neue Autos, auch teure Autos, SUVs, Mercedes, BMW. Und ich frage mich, wo hier das Geld herkommt. Möglicherweise Ölindustrie oder Bodenschätze. Das muss ich mal noch nachlesen. Und so sieht es aus, wenn man hier in ein Treppenhaus geht. Alles seit Jahrzehnten leider total runtergekommen. Russland ist hier in keiner guten Erinnerung. Autoaufkleber sagen,
Die Russen sind Besatzer. Schon eher wird der Westen gemocht. Dieses Auto kommt übrigens nicht aus Wiesbaden. Tja, und dann natürlich auch moderne, neue Häuser, Hochhäuser. Und neben der georgischen Fahne weht die Fahne der EU. Womöglich möchten Sie da auch hin in die EU. Hier wird was abgerissen. Ja, so viel erste Eindrücke aus Tiflis.